3, 2, 1. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Wellness und Gesundheit. Bei uns geht es heute um Abnehmen und Figurformung. Dazu begrüße ich im Studio Ernährungsexpertin Daniela Kielkowski und Thomas Rupprath, Schwimmweltmeister. Aber erstmal, Frau Kielkowski, wer abnehmen will, muss leiden. So ist ja der allgemeine Volksglaube. Man muss hungern, muss Kalorien zählen. Mit Hungern, sagen Sie aber, machen wir uns dick. Mit Hungern werden wir dick. Warum funktioniert es denn mit dem Abnehmen nicht so richtig? Weil sich eigentlich der Trend mit dieser ständigen Erinnerung, wenig zu essen, viel Sport zu treiben, ja schon so umgekehrt hat, dass die Menschen eigentlich aus Angst viel zu wenig essen. Ja, letztendlich muss dem Körper aber jegliche Leistung, auch der Alltag, die Arbeit und Sport bezahlt werden. Ja, und ein Körper lernt im Laufe der Jahre einfach, sich runter zu korrigieren. Das heißt, er passt sich dem verringertem Essen an. Ja, manche Menschen essen auch zu falschen Tageszeiten. Das heißt, die essen nicht zu der Zeit, wo sie ihre Leistung bringen, sondern erst anschließend. Mhm. Es gibt also wirklich viele Gründe. Aber ich halte von Kalorienzählen nichts. Ja, ich sage grundsätzlich, man muss essen, um schlank zu bleiben. Und vom Kohlenhydrat vermeiden? Vom Kohlenhydrat vermeiden halte ich auch nichts, weil die Kohlenhydrate, die guten Kohlenhydrate, ja, sind der beste Brennstoff für einen Stoffwechsel. Und damit kann er auch am schnellsten aktiviert werden in seiner gesamten Stoffwechselleistung. Was sind denn gute Kohlenhydrate zum Beispiel? Gute Kohlenhydrate sind alle Vollkornprodukte, Kartoffeln, auch Pasta, Gemüse, Brot. Ja? Und wenn man die ausreichend isst, dann verzeiht der Körper einem auch mal das Stück Kuchen. Aber das muss man ja erstmal lernen. Wie lernt man denn seinen Stoffwechsel zu verstehen? Wie lernt man, dass man, wie viel man essen darf oder muss, um schlank zu bleiben? Ja, leider muss man das wieder lernen, ja? Weil eigentlich bringt man den Leuten nur bei, wie viel sie eigentlich essen müssen, um ihren Stoffwechsel aktiv zu halten. Und es gibt mittlerweile viele Methoden, auch in der Praxis, den Stoffwechsel auszumessen, den Stoffwechsel zu analysieren, zu schauen, wo steht er auch in seiner Leistungsfähigkeit. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man macht. Man kann ihn umstellen, man kann ihn irritieren, damit man ihn sozusagen erstmal wieder auf ein anderes Niveau bringt. Und dann kann man einen Stoffwechsel wirklich trainieren, also auch wieder auf seine volle Leistung zurückbringen oder ihm zurückhelfen. Bei den meisten Menschen, ja, also Krankheiten ausgeschlossen. Also man könnte jetzt auch sagen, man kann viel essen und trotzdem abnehmen. Man muss sagen, dass man viel oder ausreichend essen muss, ja, um schlank zu bleiben oder auch um sein Gewicht zu halten. Natürlich, wenn ich Fett abbauen möchte, dann muss ich mal für eine kurze Zeit was anderes machen. Aber auf keinen Fall eine Diät über einen langen Zeitraum, weil der Körper gewöhnt sich dann ganz schnell daran. Also wenn man über eine lange Zeit eine Diät mit 600 Kalorien macht oder mit 800, dann wird der Körper es schaffen, mit dieser Kalorienzahl zu überleben. Und dann gibt es halt auch immer noch den Unterschied zwischen Nahrungszufuhr an Kalorien und was davon baut der Körper wirklich auch in Stoffwechselenergie um. Ja, vielen Dank Ihnen erstmal. Danke. Ja, schlank sein ist das eine, Problemzonen sind allerdings das andere. Und die bekommt man durch Sport und bewusste Ernährung allein nicht weg. Herr Rupprath, als Leistungssportler haben Sie sich ja auch mit Figurformung beschäftigt. Was würden Sie denn Menschen empfehlen, die zielgerichtet abnehmen wollen? Empfehlen kann man natürlich jedem, so wie ich es auch gemacht habe, Sport treiben. Man muss es nicht natürlich auf diesem Leistungsniveau machen, aber es gibt so viele gesunde Möglichkeiten. Man kann durch den Park joggen gehen, man kann walken, man kann insgesamt mit seinem eigenen Körpergewicht wirklich viel, viel machen, ohne dass ich auch ins Fitnessstudio gehe. Dort kann man natürlich auch hingehen. Oder man nutzt eine ganz einfache und simple Methode. Man geht in ein Hypoxie-Studio, geht 2-3 Mal in der Woche für eine halbe Stunde dorthin. Und hat dort auch sehr gute Erfolge. Nun sind Sie selber seit einigen Jahren Inhaber eines Hypoxie-Studios und haben mit dieser Methode auch immer wieder erstaunliche Ergebnisse präsentiert. Wie erklären Sie sich denn den Erfolg? Ist ja immerhin eine Methode, die wenig mit schweißtreibendem Sport zu tun hat. Ja, und das ist auch für mich das Faszinierende. Also ich musste morgens und abends immer 2 Stunden ins Wasser gehen und noch 1 Stunde Krafttraining machen, um natürlich meinen Sport professionell zu absolvieren und Erfolge zu haben. Unsere Kunden kommen 2-3 Mal in der Woche vorbei, müssen nicht schwitzen, können entspannt die Atmosphäre genießen und müssen in einem Gerät Fahrrad fahren mit einem Ergometer eine halbe Stunde Vakuum mit Über- und Unterdruck und haben super Erfolge. Und das ist für mich das Faszinierende, der aus dem Hochleistungssport kommt, dass man mit geringem Aufwand
maximale Erfolge erreichen kann. Und das ist für mich das Faszinierende. Und deswegen mache ich das auch jeden Tag sehr gerne. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt über Hypoxie als Weg zur gezielten Figurformung gesprochen. Wie die Methode funktioniert, erfahren Sie im nächsten Beitrag.